Oh, da bin ich nochmal. Und zwar muss ich jetzt doch dabei noch der Action Hall machen. Sorry für das Wackele. Weil ich hier mit dich nochmal zumüllen muss. Weil ich die Sache, die ich jetzt auf den Boden gestellt habe, nochmal, ne? Also wie heißt das, nochmal da hochstellen muss, damit ich weiter aufräumen kann. Ne? Und zwar, oh mein Gott. Und zwar habe ich mir die Happy Hippos mitgenommen. Die hat mir mein Sohn jetzt freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Die hat er schon in seinem Zimmer gehabt. Dann habe ich auch mal die Nesquik-Schokolade da mitgeholt. Habe ich auch in irgendeinem Hall gesehen. Habe ich gedacht, muss ich mal ausprobieren. Ja, ne? Tja. Also ich kann ja alles essen, ne? Also von daher. Dann habe ich das da mitgeholt. Meine Tante irgendwie vorne im Angebotsregal stehen gehabt. Ich versuche das jetzt mal gerade aufzumachen. Und dann teste ich mal gerade, wie das riecht. Na, ich will das jetzt mal wissen. So. Ich habe es nämlich die ganze Zeit nicht ausgepackt, weil ich euch ja, wie gesagt, zeigen wollte. Ne? So, die Verpackung schmeißen wir direkt mal nochmal in die Ecke. Ne? So. Ich rieche mal. Oh, ja, das riecht gut. Warte, ich mache mal kurz auf. Das, ah, ne, geht doch gar nicht. Geht nicht. Wow, das riecht gut. Das riecht so. Lass mich mal. Wie so Babyfeuchttücher, ach. Die man, also wie viel so früher mal Geruch haben, ne? So, wie so ganz feiner. Warte mal, nur inneren. Wie geht denn das da? Muss man das rausziehen? Warte mal. Ach, mein Gott. Ja, muss es rausziehen. Moment, kann ich nur noch um Stunde handeln? Ich bin mal noch mal unfähig, vorher irgendwas zu regeln. So. Ja, das riecht ganz fein. Wie so Baby. Wie gesagt, wie so Babyfeuchttücher. Und ich habe es jetzt durch den geschlossenen Deckel gerochen, ne? So, jetzt stoppe ich die Dinger drin. So. Und dann kann man dazu hintrapieren, ne? Gibt es ja auch von Airwick und tralala. Das doch scheint jetzt. Ja, gut, zu viel des Guten ist natürlich auch nicht gut, ne? Wo stelle ich denn jetzt hin? Ich lasse jetzt erstmal da stehen. Ah, ne, warte. Ich muss. Oh. Ich schaffe mir hier nochmal Arbeit. So. Hier nur deine Dings da rund drum. So. Lass mal da stehen. Gut, dann geht's weiter. Dann habe ich endlich die kleine Scheißerschere gefunden. Die haben ja nämlich 100 Jahre gar nicht gehabt. Oh, habe ich die überhaupt schon mal ausgesehen? Ich weiß jetzt gar nicht. Ja, die habe ich dann jetzt mal gekriegt, dann habe ich direkt zugeschlagen. Die. Und dann habe ich noch Fordert Lilly Katzenfutter gekauft von Whiskas, weil das isst sie wirklich gern. Emma in Rind und Emma in Fisch. Ja, nochmal Thunfisch. Dann habe ich auch nochmal die Blüte da mitgeholt in der Farbe. Aber wie gesagt, jetzt nur Emo, weil ja. Und nochmal meine Lieblingsschere. Also die hat jetzt langsam zu meiner Lieblingsschere mutiert. Ich habe vorher immer am liebsten mit der Tim Holzschere geschnitten. Aber die ist richtig toll. Ne? Also die ist richtig toll. Also ich bin total begeistert von der Schere. Also habe ich mir sie jetzt auch nochmal mitgeholt. So, das war's auch schon von Action. So, dann war ich im TD und dort habe ich das da bekommen, die Aufbewahrungstüte. Ich hoffe, dass ihr die seht. Die hätte mal 5 Euro kostet und ich habe sie für 1 Euro ergattert. Wo ist denn jetzt? Ah, da, da. Genau, was das sind so pa Papiertüte, wo man dann so hinkrempelt, ne? Ich lege das dumm auf die Seite, das passt nicht auf den Tisch. Jetzt wird es ein bisschen durcheinander, weil ich will alles in der Tüte noch drin haben. Dann war ich im. Ist das aus dem Kick? Ja. Dann war ich im Kick. Da habe ich mal das da mitgeholt. Und zwar, weil ich das gerne als Vorlage benutzen will. Ne? So für Album, um so Flasche-Album zu machen. Ne? So.
Wie heißt die oh, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie man die Flasche da nennt. Warte mal, wenn ich Video aushand, fällt es mir nochmal in. So ist es halt immer, ne? Und das hier, wie gesagt, die habe ich mal halt als Vorlage geholt, ne? Weil die so toll die Größe hat. Dann auch noch aus dem Kick. Wieso blendet das jetzt so? Ja, die sind rosa. Sieht man jetzt so besser? Ne. Die sind rosa. Pilze, zwei Stück. Und noch das Herz da. Guck mal, wie schön. Also irgendwie habe ich im Moment so einen Tick mit Herz, ne? Keine Ahnung, wie ich da dazu komme. Dann aus dem Teddy, genau, so Wollschal, also so flauschiger Schal, der hat nur 50 Cent gekostet. War also auch in der Reduziertkiste, habe ich gedacht, also davor kann man gar nichts verkehrt machen, ne? Guck mal, wie schön weich der ist, ne? Auch in rosa. Jetzt kommen noch so ein paar Sachen davon. Weil die Sache war reduziert, ne? Und dann habe ich natürlich ein bisschen zuschlagen, ist ja klar, ne? 50 Cent hat dann auch der Dorschal gekostet. Das ist so Loopschal mit so silberne Glitzerfäden drin. Genau, der hat vorher 5 Euro gekostet und 50 Cent reduziert. Ist doch Schnäppchen, oder? Da hätten ja wahrscheinlich auch jeder mitgeholt, ne? Dann habe ich hier Kinderschal. Der Kinderschal. So, der ist dann so. Der ist dann hier. Ich muss die Wäsche, ne? Ist klar, die sind so ein bisschen verflust und ver. Ne? Da kann man. Das ist doch kein Kinderschal. Da kann man auch als Kappe nutzen, ne? So kann man dann als Kap und dann hin das als Bämbel steht da runterhängen lassen. 50 Cent. Den habe ich zweimal wegen der. Oh, guck mal. Guck mal, wie cool. Das sind groß, das sind klein. Das habe ich überhaupt nicht gesehen. Haha. Hihi. Moment, ich muss mal gerade gucken. Also heute ist hier Fuhrwerks, ne? Ihr seht das schon, ne? Weil ich Kamera noch nicht ein idealer. Guck mal. Cool. Der ist ja mal stramm, oder? Genau, zweimal. Also wie gesagt, in dem, also mit dem großen Totekopf und mit dem kleinen Totekopf. Sau cool, 50 Cent, ne? Also wie gesagt, vor dem Preis konnte ich die gar nicht allein lassen, ne? Also beim besten Willen nicht, ne? Dann habe ich noch hier ein Cup, eine Damenmütze, die war auch reduziert von 3,50 Euro. Wahrscheinlich ist die reduziert, weil die Sterne da abfällen. Ne? Also ich hatte so eine in so einem Grauach, in so einem Grau. Und da ist der Stern auch abgefallen, nachdem ich sie dann gewäscht habe. Wahrscheinlich soll ich die eher mal nicht wäschen. Ich ziehe sie mal gerade an, ich gucke mal gerade. Oh, die ist toll. Naja, ich muss mir vielleicht ein Gesicht davor anschaffen. Haut sowieso, sieht schon mal aus wie durch den Fleischwolf gerattert, ey. Genau, so. Dann habe ich das Showergel da für 50 Cent mitgeholt. So, was ist so kleine, so Verschenke. Dann hier diese Washi-Tapes. Ach, wahrscheinlich eher zum Verschenke. Für 10 Cent. Dann hier das Kette-Bastelset. Ach, für 50 Cent. Da war ausnahmsweise mal ein bisschen was in der Kiste drin, ne? Dann das Schauergel in Bananengeruch. Komm, aber hier muss ich auch mal gucken. Ich tue das sowieso nicht in der Verpackung verschenke, ne? Wenn ich es verschenke, weil ja, die so ein bisschen immer ramponiert sind, ne? Ich rieche mal gerade da dran. Ah, da ist sogar kein Deckelchen drauf. Oh, und geht sofort auf. Oh, das riecht aber gut. Das riecht richtig gut. Ihr seht, das ist mal sogar auf den Finger gelaufen. Ja, das riecht gut. Ich schmier es mal gerade in die Box. So. Dann habe ich diese Handschuhe. Wo sind die anderen? Da. Macht denn der da draußen? Die Handschuhe da mitgeholt.
Die habe ich aber für Trolli mitgeholt, ne? Da passe ich mit meiner Fettwurst gar nicht richtig drin, ne? Weil Trolli immer wie heißt das, sein Handschuh sucht. Da ist ein Katastrophenvideo. Das jetzt so rum oder andersrum? Ist ja egal, ne? Die hätten normal 3 Euro gekostet. Die haben 8 nur 50 Cent gekostet. Genau, da habe ich die auch mitgeholt. Die muss ich aber jetzt irgendwo hinlegen, dass man sie auch findet, wenn immer Winter ist, ne? Genau, so, dann nehmen wir auch noch auf der Haufe. Also heute ist so richtiges so Messi-Video, ne? Die da, Bastelsteine, das sind so Bordüre. Na, also die habe ich als Bordüre geholt, nicht für Sterne, ne? 10 Cent. Dann waren die da noch reduziert. Die haben 10 Cent gekostet. Ah ja, vor 10 Cent. Also vor 2,50 Euro habe ich mal sie nicht gekauft. Wie 4 Stück? Ah, okay. Genau. Wie 4? Sind nur 3. Egal. Genau, die. Dann habe ich noch zwei. Ah, siehst du, deswegen wollte ich die auspacken. Weil hier habe ich noch zweimal so Boxen mitgeholt. In so einem Grasgrün. Die Farbe ist richtig toll. Dann machen wir das komische Washi-Tape da. Ach, vor 10 Cent. Ne? Und wie gesagt, vor 10 Cent lasse ich tatsächlich schöne da. Ne? Und dann habe ich noch hier so Surprise für 50 Cent mitgeholt. Genau. Die haben vorher 2. Oh, ne, die haben 10 kostet sogar nur. Die habe ich gar nicht gesehen. Die haben vorher 2 Euro gekostet, ne? Für so kleine Tütchen. Genau. So, ich muss mal gerade gucken. Ne, das war's. Das war jetzt auch schon gerade nochmal genug. Das wollte ich jetzt gerne auspacken, damit ich hier, denn, wie gesagt, nochmal den Schreibtisch vollmüllen kann. Weil ich ja hier wie wüst am Räumen bin, ne? Das Übliche halt, ne? Ich wünsche euch noch einen schönen Mittag, Abend, Tag oder Nacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.